Moin, moin, guten Tag und hallo. Ich bin's wieder, der Shark. Und diesmal habe ich mir überlegt, ich spiele mal wieder meine Leander. Die habe ich jetzt ja schon. Also, ich bin ja jetzt schon bei der Minotaur. Aber die Leander fand ich ein super Schiff und deshalb habe ich mir letztens, als die Premium-Tarnungen im Angebot waren, für die Hälfte der Credits, nee, der Dublon, habe ich mir dann die Premium-Tarnung dafür geholt. Und dann kann man die ja auch gerne mal wieder spielen. Signaltechnisch habe ich jetzt das hier verbaut, das um den Nebel und die Hydro schneller wieder ready zu haben und die Heilung eventuell auch mal. Dann habe ich hier noch ja, die Heilung, dass die halt stärker ist. Und weil ich im Moment sehr dringend Credits brauche, habe ich hier noch die Credit-Signale draufgeballert. Normalerweise müsste man das jetzt nicht unbedingt machen auf dem Sechser, aber ja, 6 ist dann doch die beste Stufe, um wirklich kontinuierlich Geld zu bekommen. Nicht unbedingt um viel Geld zu bekommen, aber zumindest kontinuierlich. Modultechnisch habe ich Folgendes verbaut. Ja, ist halt nichts Besonderes, aber ja. So habe ich das dann erstmal gemacht. Vielleicht könnte man hier sogar wie bei der Mino schon die Flak nehmen. Bin ich aber gerade eher noch mal ein bisschen am Ausprobieren. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir mal das Gefecht. Leander hat natürlich das Problem, die ist butterweich. Also weicher geht schon fast gar nicht mehr. Da gucken wir dann mal, wie wir das geschickt anstellen, dass wir nicht gleich als an vorderster Front stehen nach Möglichkeit. Aber natürlich auch nicht möglichst weit hinten. Das funktioniert einfach nicht mit ihr. Ja, ein DD auf jeder Seite hält sich ja in Grenzen. Wir sind Top-Tier, aber mit zwei Flugzeugträgern hätte ich man die Flak-Reichweite verbessert. Ja, aber ist schon okay so. Ja, wir gehen auf bei 8,8 Kilometern, wie man hier sieht. Nach Abfeuern eine Hauptgranate im Nebel 4,6. Für einen Kreuzer auch recht gut. So, Torpedos von 8 Kilometern und die Hauptbatterie hat immerhin 13,2 Kilometer. Da unser DD zu D fährt, fahren wir da auch mal in die Richtung. Allerdings fahren wir ein bisschen weiter auf die Rä also um die Insel drumherum. In der Hoffnung, dass wir so ein bisschen Breitseiten zu fassen bekommen. Müssen halt echt ein bisschen aufpassen. Bei zwei Flugzeugträgern sind wir nämlich sonst leider so schnell offen. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Gegnerische Flugzeugträger wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung einschlagen. Ich könnte noch nichts beschießen, wenn ich hier nebeln würde. Deshalb lasse ich das natürlich auch erstmal. So, aber jetzt sind genug Ziele offen. Nebelwerfer gestartet. Gebremst und genebelt.
So, und jetzt natürlich erst schießen, weil wir jetzt erst durch die Nebelwand verborgen sind. Mal gucken, ob der weiter dreht. Ja. So. Grafspee. Fährt weg. Fährt auch weg. Greifen Sie die gegnerischen Flugzeuge an. Graf Spee fährt auch weiter. Ne. Hab vorhin meine Liste durchgeguckt an Schiffen, die ich so hab. Und hab mir gedacht, die Leander hast du lange nicht mehr gespielt. Spiel die mal wieder. Ich habe, wie gesagt, die Premium-Tarnung. Dadurch, dass ich im Moment ein bisschen Credit-Mangel habe, kann ich das natürlich auch ganz gut gebrauchen. Dass ich jetzt im Moment Schiffe spiele, die halt eine Premium-Tarnung oder halt Premium-Schiffe sind. Weil ich habe ja bald meinen nächsten Zehner. Sobald ich die Credits dafür zusammen habe, zumindest. Leider ist das im Moment so ein bisschen problematisch. Wehren Sie den Luftangriff ab. Mal gucken, was wir auf die Molotow so machen können. Der schießt auf alle Fälle zum Glück daneben. Oh, die Dallas ist aber näher dran, deshalb schießen wir natürlich erstmal auf die. Und hat eben natürlich auch schöne Breitseite gezeigt. Immer schön hinterher, hin und her lenken, wenn man schon nicht nebelt. So, auf die Dallas. So. Das reparieren müssen wir leider reparieren, weil ohne Steuergetriebe haben wir, glaube ich, gleich ein Problem. So, dann schießen wir mal auf die Molotow. Und dann... Ja, die gehen daneben. Dafür ist die Schussbahn zu hoch. Und ich habe zu weit hinten gezielt. Jetzt einen Ticken ranschleichen. So. Oh, jetzt haben wir gut gefressen. Heim, wir machen ein bisschen Regen. Leider haben wir diese Seite wohl verloren. Deshalb werde ich jetzt mal versuchen zuzugehen. Wobei, wenn die Fuschwunz schon so schön fährt, ne, würde man ja gerne noch mal treffen.
Derzeitig beschießt uns auch gar nichts irgendwie. Die Molotow steht so oder so doof. Auch nur ansatzweise nah genug dran war, um irgendwelche Torps zu schmeißen. Das glaube ich zwar nicht, aber... zu nah dran, als dass wir zugehen könnten. Achtung, kritisch beschädigt! So, jetzt mal in die andere Richtung lenken. So. Dann nebeln wir hier mal. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Was das an Schaden durch hat. Nicht mit beiden gleichzeitig. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Es wird nichts. Das sollte es jetzt mit der New Mexico gewesen sein. Oh. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Stehen unsere Chancen nicht besonders gut. Wir versuchen jetzt mal Problem gelöst. Wieder zuzugehen.
Was natürlich nicht klappt, weil da die Flugzeuge sind. Und dann versuchen wir das mal. Nochmal die Dallas. Nebelwand gelegt. Gut, also die sollte hoffentlich weg sein. Die Bayern fährt weg, glaube ich. Ja. Das Schlimme ist, dass die jetzt eigentlich fast nur noch Abfahren brauchen. Ja. Und damit haben wir die Runde verloren. Naja, aber trotzdem bin ich eigentlich recht zufrieden. 55.000 Schaden im Tier 6. 2 Kills. Ja, 116 Treffer immerhin. Und man hat auf das, ja, auf die New Mexico echt gesehen, was die Leander dann doch an Schaden raushauen kann. Das ist schon echt ziemlich gut. Ne? Auf die Fushun immerhin 9.000 Schaden fast. 7.000 auf die Dallas. 3.000 nochmal auf die Molotov. Und hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Das ist doch erstmal okay. Und für eine Niederlage 200.000 Credits oder 180.000 Credits ist auch okay. Auf Tier 6. Ja. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was wir dann so spielen können. Und ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen, auch wenn ich verloren habe. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!